Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Little Nightmares. In der letzten Folge haben wir das Hauptspiel abgeschlossen. Ich dachte, ich wäre jetzt durch mit diesem Spiel, aber nö, da kommt ein komischer Jay daher und denkt sich so, oh ja, der Dizzy, von dem habe ich das Let's Play richtig gern gesehen. Schenke ich ihm doch einfach mal das Secrets of Simor DLC-Paket von diesem Spiel. Und ja, jetzt haben wir hier drei weitere Kapitel zur Auswahl, wo man ganz offensichtlich auch einen anderen Typen spielt. Der Jay meinte schon, vielleicht ist es ja der Eduardo, den wir hier im ersten Kapitel kennengelernt hatten, der uns ein Brot gegeben hat. Kann natürlich sein. Und ja, heißt, ihr müsst mich jetzt leider noch ertragen mit drei weiteren Kapiteln. Ich habe jetzt erstmal eine Woche YouTube-Pause gemacht, weil ich einfach mit diesem Ende nicht klarkam vom Main-Spiel. Egal. So, wir gucken jetzt einfach mal rein. Also ich hoffe, wir kriegen jetzt ein paar mehr Antworten zum Main-Spiel, warum wir da jetzt waren, was die Leute da sind, was diese komische Endscene war auf dieser komischen Insel. Gar kein Plan. Ich hoffe, ich kriege ein paar Antworten da drauf. Und ich glaube, ich habe es eben noch nicht gesagt. Ne? Danke, Jay, auf jeden Fall für das DLC. So ein bisschen... Oh, da, wir sind am Schwimmen. So ein bisschen nicht ganz ernst gemeint, weil ich wäre auch froh gewesen, wenn ich dieses Spiel nicht weiterspielen müsste. Und weil ich jetzt diese Woche Pause hatte, ist richtig dumm, weil in 4 Tagen, am 11., also in 3 Tagen. Ja, hi, cool. Ich bin schon tot. Das gefällt mir sehr gut. In 3 Tagen kommt schon der zweite Teil raus. Wir sind das Kind, das da oben schlief. Den haben wir tatsächlich gesehen. Mit Six. Ich habe mich nochmal durchgelesen. Das war nämlich tatsächlich Six. Guck mal! Erinnert ihr euch? Als Six sind wir hier unten lang geklettert. Und dann kam dieser komische Janitor rein und meinte, ja, meine Kinder, ihr seid die besten Kinder, die es gibt. Und hat uns aber nichts getan. Und jetzt sind wir Eduardo. Also ich denke mal, wir sind Eduardo. Vielleicht sind wir ein anderes Kind. Man weiß es nicht so genau. Hier ist es auf jeden Fall sehr, sehr dunkel und ihr werdet gar nichts sehen. Ich höre schon wieder Oh nein, ich höre schon wieder den Janitor. Lebt er jetzt einfach wieder? Kann gut... Oh Gott. Ja, ich habe es nicht so wirklich vermisst, dieses Spiel. Okay, lass mal nachgucken. Ich habe schon gerade irgendwas gehört. Mal gucken. Vielleicht ist er ja in diesem Spiel, in diesem DLC gar nicht so böse. Ja, da unten ist der Janitor. Er lebt einfach wieder. Ist das da unten Six gewesen? Oh, er hat auf jeden Fall ein Kind gerade gefangen. Das ist nicht so geil. Aber es ist extra so ein bisschen silhouettenmäßig gehalten. Aber an sich kann das ja nicht Six sein, weil wir haben ja jetzt mitbekommen, Six ist mehr oder weniger rausgekommen. Ob sie jetzt dadurch gewonnen hat, bleibt dahingestellt. Ich hab auch ein bisschen philosophiert, ja, was jetzt das Ende von dem Main-Spiel bedeutet hat. Und es kann ja irgendwie schon sein, dass Six gar nicht gewinnen konnte, wisst ihr? Oh, guck mal, das ist doch auch schon ein bisschen ein Hinweis, oder? Wir sind auf jeden Fall auf einem Schiff, das wussten wir ja auch. Aber das Trötding oben drauf auf dem Schiff, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, der ist ja anscheinend auf so einer Insel gewesen, weil da war Six am Ende drauf. Guck mal, da liegt sogar Six. Also ich werde jetzt ein bisschen mehr auf die Story achten, weil ich die wirklich verstehen möchte. Jetzt sind wir hier unten. Ach, wir waren noch... Ah! Oh, hab ich mich erschrocken. Einfach schreien, ja, passt. Wir sind auf jeden Fall eine Etage weiter oben. What the fuck? Okay, ich bin schon wieder super schnell gestorben. Richtig dumm. Ja, das ist wie bei Harry Potter mit diesem komischen Buch. Okay, ich laufe mal weg von dem. Ich habe ja gar keinen Bock, das nochmal aufgefressen zu werden. Ich wollte mich eigentlich unter dem Bett verstecken und dann ist das ein komischer Typ. Nicht geil. Okay, also wir erleben momentan noch genau dasselbe wie Six. Finde ich interessant. Das Auge ist auch immer noch aktiv. Und der Janitor lebt noch. Das ist halt auch kacke. Vielleicht kriegen wir sogar mit, wie der Janitor später nochmal stirbt. Dass wir einfach so ein bisschen miterleben, wie Six alles gemacht hat. Das wäre auch funny. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Guck mal, hier lebte so ein kleiner Nimbus. Nimbi, Dumbi, Dumbi. Aber jetzt gerade ist dazu. Die lebt einfach! Hey, habt ihr es gesehen? Hey, kleine Madame, bist du Six? Oder wer genau bist du? Die lebte einfach! Die ist ja gerade... Nein, kann ich... Oh, ich habe mich noch gerettet. Nice. Aber jetzt weiß er, dass ich da bin. Ey, die habe ich doch letztes Mal umgestoßen. Wieso lebten die jetzt noch, diese komischen Teile hier? Wo ist die Dame hin? Da lebt da einfach eine. Wie weird ist das denn? Wie wollen wir sie nennen? Ist das Six? Ja, ich will jetzt eigentlich noch keinen Namen geben. Jetzt sind wir wieder in diesem Spielzeugzimmer, aber diesmal ohne Licht tatsächlich. Wo ist die Handy? Hat... Oh, mir fällt doch gerade auf, ich habe gar kein Feuerzeug. Six hatte zumindest ein Feuerzeug. Jetzt ist hier einfach nur alles dunkel. Ich sehe ungefähr genauso viel wie ihr, Leute. So, das Zimmer war letztes Mal schon unnötig. Deswegen denke ich mal, wird es diesmal auch unnötig sein. Aber wo ist diese Madame hin? Letztes Mal mussten wir hier halt uns ranhängen. Aber es ist jetzt schon unten. Nein! Sag mir nicht... Okay, ich dachte schon, ich kriege die Tür jetzt nicht mehr auf, weil ich sie zugemacht habe. Das wäre ja richtig scheiße gewesen.
Da oben ist sie. Hallo, ey, darf ich mit? Das ist auf jeden Fall nicht Six. Hallo, nein, lass mich doch mitgehen. Wir sind doch eine große Familie, oder nicht? Wir werden auf jeden Fall einen Weg finden, da hochzukommen. Wie wär's denn mit diesem komischen Käfig hier? Wir brauchen kein Bettzeug, um hier hochzukommen. Madame? Susan? Wir nennen sie jetzt Susan. Susan, wieso gehst du wieder zu dem Anfang? Und lebt Six da noch? Das ist nochmal auch so eine andere Frage. Wir verfolgen sie einfach mal. Aber wie es sie auch gar nicht juckt, ist sie in die Kanalisation gegangen, wie es sie auch gar nicht juckt, dass wir sie verfolgen. So, hier links hatte das andere Spiel begonnen, glaube ich. Oder war das hier? Irgendwie hier in der Nähe. Okay, wir folgen ihr mal in die Kanalisation. Ui, yikes. Au, ah, ich, ah. Oh Gott, stinkt das hier. Und, was ich auch noch nicht gesagt habe, das erste DLC heißt In the Depths. Das heißt in den Tiefen, ja? Deswegen vermute ich mal, es wird irgendwas mit Haien sein oder so. Wir haben ja auch am Anfang schon Foreshadowing bekommen, dass irgendwas im Wasser lauert. Und jetzt haben wir hier auch Wasser. Ich habe ein bisschen Angst, dass es gleich wieder irgendwas nach unten zieht. Gott, aber ich kann ja gar nicht viel anderes machen. Sterbe ich einfach? Bin ich gleich einfach wieder tot? Wo ist Susan hin? Susan, verlass mich doch nicht! Ah, okay, ich kann hier den Koffer nehmen. Bin echt gespannt, wann wir unseren ersten Gegner sehen, der uns nicht so gerne mag. Sagen wir mal so. Ich habe noch keine Magdalena gesehen. Kein Mr. Schniffelbüffel. Und noch keine Nimbusse. Susan hat einfach ihre Taschenlampe verloren. Ich glaube, das ist keine gute Sache. Es wird einfach instant dunkel, wenn man hier hingeht. Aber ich habe eine Taschenlampe. Oh nein, jetzt wird das wirklich wie so ein 0815 Horrorspiel oder was? Dunkelheit, Taschenlampe, man kann sich nicht verteidigen. Kann man die wegleuchten? Nee, das ging auch mit Six schon nicht. Man konnte die nicht anzünden. Wieso sollte man die dann wegleuchten können? Das macht gar keinen Sinn. Susan, du hast deine Taschenlampe... Oh Gott, die sind schneller im Wasser. Susan, du hast deine Taschenlampe verloren. Susan, ich muss dir deine Taschenlampe wiedergeben. Hä, guck mal, hier kennen wir das doch auch schon, oder? Oh Gott, nee. Oh Mann, wieso sind die denn so schnell, diese Viecher? Ein Glück kann ich laufen. Ihr kriegt mich nie. Ich bin Eduardo der Schnelle. Okay, unsere einzigen Gegner sind bisher diese komischen Leeches, die anscheinend im Wasser schneller sind. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Hallo? Das hört sich nicht so gut an. Susan? Bist du das? Susan? Ich bin's. Eduardo? Mann, ich seh's doch schon wieder kommen. Hier ist... Oh, ein Pümpel. Vielleicht hilft mir ja der Pümpel. Hier wird gleich irgendein Scheiß im Wasser sein. Ich will nicht ins Wasser. Wieso ist denn überall immer Wasser? Oh, kann ich bitte einfach da hoch? Oder? Oh, ich kann da tatsächlich hoch. Das ist natürlich gut. Ich glaube, sobald ich ins Wasser gehe, bin ich einfach tot. Ja, okay. Das war's dann wohl. Rip Eduardo. Eduardo 3 wird jetzt einfach sterben. Hundertprozentig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nichts passiert. Jake! Jake, bitte rette mich! Aber bisher passiert ja eigentlich nichts. Guck mal, da hinten ist aber so ein komischer Schatten. Vielleicht ist das ja ein Hai? Aber es geht ab. Sind wir genauso stark wie Six? Jupp. Krass, aber wir sind ja auch ein Junge. Und Jungs sind immer stark, weiß man ja. So, Sexismus an vorderster Front. Mega gut. Da haben wir doch irgendeine nette Puppe. Die würde ich gerne mitnehmen. Darf ich bitte diese süße kleine Puppe mitnehmen? Nein? Aber, na gut, sie schläft da sowieso gerade so. Nee. Ist sowieso da gerade so schön am Schlafen. Ich bitte einfach auf die Waschmaschine oder was das ist. Ah, nee, ist es so ein Müll-Kaputt-Macht-Ding. Ja, nee, danke. Nein, bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte jag mich nicht. Ich will nicht schwimmen. Ich bin voll mit Schoki. Bitte nicht. Okay, da verfahren. Zieht sich das jetzt durch diesen ganzen DLC hier durch? Dass irgendwas im Wasser lauert? Deswegen heißt das In the Depths? Habe ich das richtig interpretiert? Ja? Cool. Aber der weiße Hai war auch schon kein gruseliger Film. Also wieso sollte dieses DLC jetzt gruselig sein? Deswegen nehme ich das auch nicht an. Nein. Ich nehme dieses DLC nicht an. Aua. Was sind wir denn hier? Okay, jetzt ist auf jeden Fall... Jetzt sieht das alles anders aus als noch beim letzten Mal. Langt das, wenn wir einfach was gegen die Gegend schmeißen? Ich würde da ungern raufhüpfen wollen. Okay, so, jetzt kommen die hier runter. Das ist eventuell nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. Aber auch nicht die schlechteste. Oh Gott, weil die sind mega schnell. Ich hasse solche komischen... Ah, wieso, was ist der denn da?
Okay, wir müssen einfach ganz schnell rein. Die sind ja zum Glück zu dumm zum Klettern. Siehst du mal. Okay, alles perfekt. Eduardo, du und ich, wir schaffen das. Gemeinsam. Und dann finden wir Susan, haben ein schönes Leben. Ich habe Angst, wenn da irgendwelche Aussparungen sind. Da kommt doch bestimmt wieder so komische Arme durch, die mich dann einfach fressen. Aber es wird jetzt nicht wieder dieses Fressthema sein wahrscheinlich. Eigentlich müssen die diesem Konzept ja treu bleiben, weil wir sind ja trotzdem in derselben Welt wie Six. Und da ging alles ums große Fressen. Nun gut, wo sind wir denn jetzt? Das sieht mir aus wie ein Rätsel. Da hinten war eine Ratte. Ob Eduardo auch so ein ekliger Rattenfresser ist wie Six, weiß man nicht. Ich bin auf jeden Fall zu schwach, um dieses Teil zu benutzen. Da oben ist noch ein Schalter. Den können wir ja wohl auf jeden Fall benutzen. Seitdem wir sind so abgemagert, dass wir nicht mal... Aua. Dass wir nicht mehr so einen Schalter mit unserem eigenen Gewicht runterdrücken können. Wäre ein bisschen sad, aber möglich. Hooray! Nee, okay, dafür sind wir immerhin schwer genug. Jetzt können wir garantiert noch den Schalter benutzen. Ja. Ach so, weil wenn da Strom drauf ist, dann geht das plötzlich einfacher. So, jetzt fluten wir alles. Ist wahrscheinlich eine gute Idee. Müssen wir das wieder anhalten? Bleibt das mal automatisch stehen? Ich halte es mal von mir aus an. Und dann muss ich bestimmt hier rechts lang. Ja, okay, das sieht doch schön aus. Sehr gut, ich bin ein schlauer Bursche. Mehr Rätsel. Okay, Rätsel finde ich gar nicht so schlecht. Rätsel sind gut. Rätsel sind nämlich meistens nicht ganz so gruselig. Und solange etwas nicht gruselig ist, ist es in Ordnung. So, aber wo ist Susan? Und warum hat sie doch gemerkt, dass wir sie verfolgt haben und hat deswegen ihre Taschenlampe zurückgelassen, damit wir jetzt unser eigenes Abenteuer beschreiten können? Ach man, da lauert schon wieder irgendwas im Wasser. Let's go! Da ist er ja schon. Ja moin, ja moin, ja moin. Nee, 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 jetzt wirklich nicht. Nein, 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 heute nicht. Kleiner Hai, ich weiß, Sie haben auch Hunger, weil alles hier immer Hunger hat. Aber wir werden heute nicht gegessen. Nicht von dir! Denn ich habe ganz viele Klippo-Sachen hier. Hat er nicht mit gerechnet, aber habe ich tatsächlich. So. Ja, da kommt er sowieso nicht dran vorbei an diesen komischen Fässern. Da ist er doch viel zu dumm zu. Ist viel zu dumm. Und guck mal, jetzt bin ich auf einem Koffer drauf. Als ob er den Koffer nicht... Ja, es ist gar kein Hai. Es ist wirklich so eine komische Hand. Ob das auch wieder diese komische Hexe ist, die wir ja eigentlich mit Six getötet haben? Okay, beherzter Sprung. Hier rüber. So, nice. Jetzt bin ich eingesperrt. Das ist eine sehr gute Idee gewesen. Sehr gut, Eduardo. Sehr gut. Ah! Mach nicht diese! Mach nicht diese! What the fuck? Okay, ich schwimme jetzt einfach los. Oh mein... Der hat mich da einfach runtergeduddelt. Weil... Oh mein Gott! Warte mal. Das finde ich gar nicht gut. So, hier bin ich auf jeden Fall safe, oder? Hä? Ich dachte, ich könnte ein bisschen chillen auf diesen komischen Dingern. Aber nope. Die schubst mich da einfach runter. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Was ist das? Okay, wir haben irgendwas eingesammelt. Schön. Ja, betrink dich da dran. Ich lebe jetzt einfach hier. Das ist meine Ecke. Soll dieses komische Wesen noch verhungern? Kann nicht verhungern, weil das irgendein Hexenwesen ist. Alles klar, dann kannst du halt nicht verhungern. Dann halt nicht. Der schubst mich hier gleich wieder runter. Ich springe jetzt einfach hier. Go, go, let's go. Go, go, Gadget, ich bin der Schnellste. Go, go, Gadget. Du. Ist in diesem Sack irgendetwas Cooles drin? Und damit meine ich nicht eine Leiche, weil Leichen sind gar nicht cool. Ich will ja kein Logan Paul sein. Das Ding wird einfach festgehalten. Was auch immer im Wasser ist. Es möchte seine Beute bei sich behalten. Oh, und da hängt eine Hand raus. Warum? Alter! Da ist sogar so eine Hand, die von drinnen nach draußen so pressen will. Okay, das geht auf jeden Fall. Sorry, kleiner Hand. Ich kann dich, glaube ich, nicht mehr retten, weil I guess you are dead. Am I right mit dieser Annahme? Sieht auf jeden Fall nicht sehr lebendig aus. Sie winkt auch nicht oder so. Hand, also ja, wenn du lebst, dann wink. Aber ich glaube, das ist schon zu spät. Guck mal hier, ein halber Thunfisch oder so. Von den Köchen wahrscheinlich. Friss das, du komisches Wesen. Es kommt tatsächlich an. Lecker. Schön, das freut mich. Okay, wie wär's denn dann, wenn wir den auf die linke Seite bringen? Guck mal, ein schöner Kopf für dich. Ja, den magst du, ne? Den Kopf, den magst du. Willst du den Kopf vielleicht einfach? Ja, sie will den Kopf fressen. Let's go! Jetzt kriegst du mich nie. Ich bin einfach ein Meister im Schwimmedidüm. Ich hab nämlich schon das Seepferdchen. Haha! Gegen mein Seepferdchen macht da einfach gar nichts. Hallo? Schon wieder ein Rätsel. Okay, jetzt übertreiben die aber schon ein bisschen mit den Rätseln, oder? So ein ganz kleines bisschen.
So, Strom ist ja immer richtig nett. Ich vermute mal, wir sterben, wenn wir ins Wasser gehen, weil da Strom drauf ist. Kinder, merkt euch, nicht in die Badewanne gehen, wenn zuvor ein Toaster da reingefallen ist. Ja gut, bringen tut mir das jetzt aber nichts, wenn ich das richtig sehe. Ich komme da trotzdem nicht hoch. Und Eduardo ist auch leider zu dumm, einfach das Kabel hier rauszunehmen. Dann mache ich natürlich Folgendes. Ich schieb das Ding da runter. Und das bringt mir nämlich auch irgendwas. Bin mir nur noch nicht so sicher, was. Ach so, okay, doch, ich raff es. Wir müssen da zwei Kisten einfach hinschieben und dann können wir da quasi rüberspringen. Also wirkt auf mich sehr viel rätsellastiger auf jeden Fall dieses DLC als das Main-Spiel. Hui, hui, ein Glück bin ich so schlau. Oh, hallo Ratte, kann man dich vielleicht essen? Wir haben eine tote Ratte. Lass sie noch töter machen. Hätte die uns irgendwas gebracht? Wieso wird die nicht elektrifiziert? Müsste die nicht trotzdem ganz komische Bewegungen machen? Auch wenn sie tot ist? Die Muskeln zittern doch dann trotzdem, oder? Wenn man da Strom ranmacht. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, ob das wirklich so ist. Hi, du bist doch richtig hübsch. Bist du das Wesen, das mich die ganze Zeit verfolgt? Sind das vor allem immer die gleichen Wesen? Am I dead now? Weil du böse bist? Nee, nee. Hallo, ich hüpfe. Klippo, du kannst mich gar nicht kriegen, wenn ich hüpfe. Hui. Aber habt ihr gesehen, wie hässlich das ist? Okay, dann finde ich das schon wieder gut. Jetzt kommt hier wieder so ein bisschen der Artstyle durch, der mir so gefallen hat. Einfach, oh nein. Einfach ein hässlicher Artstyle und dann bin ich auch schon zufrieden. Na, Fisch, jetzt dürfen wir nichts falsch machen. Am besten einfach in die hinterste Ecke. Da, nimm deinen komischen Fisch. Werd glücklich damit, du komisch hässliches Wesen. Ich schwimme. Verfolgt er uns instant? Verfolgt er uns instant? Nee, ne? Der frisst schon noch sein Dings auf. Doch, er verfolgt uns. Jetzt haben wir leider keinen Fisch mehr. Tja. Na gut, dann einfach mal auf. Gut Glück! Let's go! Gut Glück ist immer gut. So, Klippo erstmal. Dann springen wir da rüber. Dann habe ich noch ein Klippo, weil ich bin der Klippo Master, musst du wissen. Das kriegen wir doch easy hin. Let's go! Seepferdchen, ich hab den Seepferdchen und du hast ihn nicht. Und weil du den Seepferdchen nicht hast, bin ich der beste Schwimmer, den es gibt. Ja, da. Hallo, bitte. Ich bin einfach viel zu schnell für dich. Das ist doch kein großes Spiel, Leute. Ich fand das Main-Spiel bisher besser. Oh, ein Boot. Da sind wir doch auf jeden Fall safe drin. Das ist ja ein Dauerklippo-Gegenstand, wenn wir das hier runter machen könnten. Können wir das? Runter machen? Tun wir gar nicht, ne? Toll, jetzt ist dieses komische Wesen wieder unter uns. Und da drüben ist erst wieder Safety Place. Ja, einfach auf gut Glück, I guess. Auf gut Glück, das hat bisher immer funktioniert. Warum sollte es diesmal nicht funktionieren? Ja, weiß ich nicht, so richtig eine Bedrohung finde ich das Ding jetzt nicht. Naja, tschüss, ne? Ich habe noch keinen Namen für dich, aber wird wahrscheinlich auch nicht nötig sein. Weil ich sehe dich ja sowieso nie wieder. Ich habe dich ja noch nie gesehen, ich habe dich einmal ganz kurz gesehen. Da, stehen wir im Klo. Da, wo ich hingehöre, ich Stück Scheiße. Okay, ja. Was haben wir denn hier? Wir brauchen einen komischen Hebel. Yeah! Da oben liegt der Hebel. Nehme ich halt den Hebel und spring runter. Nein, ich will schon runterspringen so. Ah, aber der Hebel ist zu schwer. Ich. Wo ist der Hebel hin? Hä? Da. Dann nehme ich den Hebel. Damit kann ich aber trotzdem nicht klettern. Deswegen muss der Hebel, ja, fast. Hebel muss auf Koffer. So, Koffer kommt hier an den Rand. Knöpfchen wird gedrückt. Hebel wird geholt. Hebel wird rübergeschmissen. Aber Eduardo ist leider wieder zu schwach. Knöpfchen wird nochmal gedrückt. So, Eduardo, jetzt aber bitte einen männlichen Wurf. Dankeschön. So. Komischer Hebel kommt in den Hebelspalt. Und komischer Hebel wird gedreht. Nice. Also ja, die Rätsel sind auf jeden Fall besser als im ersten Teil. Ah, das wird wieder runtergehen, oder? Wenn ich loslasse. Wahrscheinlich muss jetzt dieser Koffer wieder weiter in die Mitte, damit ich da rechtzeitig rüberkomme. Ja, war doch klar. Und deswegen komme ich da jetzt nicht durch. Wegen diesem Scheiß hier. Hättest du nicht wenigstens meine Beine abhacken können? Köpfchen. Aber diesmal kriegen wir das auch super easy hin. Nicht mal der Kopf ist angeschlagen worden. Geil.
Okay. Mr. Unterwasserwesendesen wartet wieder auf uns. Aber wie sieht er nicht so blöd und geht ins Wasser rein? Nicht zum vierten Mal. You can fool me dreimal, aber viermal? No, no, no. Na, machst du mal. Ah, warte, die macht bestimmt die Tür kaputt. Ja, ja, ja. Die macht natürlich die Tür kaputt. Alles klar. Ich renn dann mal, ne? Chill doch einfach weiter auf deinen komischen Teil da. Warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Mach nicht diese. Hä? Jetzt muss ich hier tatsächlich auf Zeitdruck Sachen machen, oder was? Das mag ich ja gar nicht. Lass mich doch in Ruhe. Die nimmt einfach alles mit. Okay, das ist jetzt schon wieder besser. Das ist besser als ganz am Anfang. Aber ich bin halt. Ich bin da trotzdem der Schnellste. Da kann sie halt auch gar nichts gegen machen. Seepferdchen ist halt einfach krass, wenn man einfach schwimmen kann. Da kann sie nichts machen. Seepferdchen sind halt einfach auch die krassesten. Ich meine, die männlichen Seepferdchen, die gebären einfach. Also, Seepferdchen sind ja wohl die krasseste Säugetierart der Welt. Einfach weil da die Männchen gebären. Und jetzt? Jetzt ist der Fernseher an. Ich habe die Befürchtung, dass wir dieses komische Wesen einfach elektrifizieren. Kann das sein? So, was mache ich jetzt von hier aus? Von hier kann ich ja gar nichts machen. Wait a second. Nee, nee. Nimm mir doch nicht alles weg. Meine Grundlage fürs Leben. Nimmst du mir einfach weg. Ja, Freund, das macht er garantiert auch kaputt. Chill doch einfach in deinem Sessel. Weil wie er da einfach gechillt hat. Wartet einfach, bis ein Kind kommt, das er fressen kann. Okay, also wir müssen doch hier oben irgendwas machen. Aber was? Wofür sind denn diese Kisten hier? Kann ich an diese Lampe? Ich vermute doch. Oh. Kann ich die vielleicht ins Wasser reinpacken? Dass sie einfach runter... Oh, hier ist ein Hebel. Lass... Ah! Lass die Lampe runter... Nee! Hallo? Wo? Wie? Wo? Wieso ist der so stark? Wieso hat er keine Haare? Also, er hat Haare, aber eine Halbglatze. Und wieso macht er alles kaputt? Okay. Warte, warte. Er hat alles runtergerissen. Das ist gut für uns. Danke, du Vollidiot, dass du hier alles runtergerissen hast. Haha, du hast mir dabei geholfen, auszubrechen. Und zwar, indem ich einfach zum Fernseher gehe. Der Fernseher weiß Rat. RTL läuft. RTL, was immer, was zu tun ist. Okay, RTL, bitte, bitte sag mir. RTL, was muss ich machen? RTL, das Fernseher weiß immer Bescheid. Kann ich, er kommt hier einfach hoch. Aber ich kann doch bestimmt einfach den Fernseher runterschieben. Du willst den Fernseher? Den kannst du haben. Nimm ihn dir. Da. Ja. Arschloch. Okay, ist das auf jeden Fall ein Mann gewesen. Ohne Haare. Wir haben alles kaputt gemacht. Wir haben ihn getötet. Genauso wie den Janitor damals. Ist man jetzt safe? Ist man safe im Wasser? Gab jetzt einen Kurzschluss, ne? Und ist gar nichts passiert. Ich will trotzdem nicht ins Wasser. Haben wir es geschafft? Bin ich am Leben? Ist Susan am Leben? Susan, where are you? Geil, ey. Das Fernsehen war wieder die Lösung. Fernsehen ist nämlich immer die Lösung. Das Fernsehen ist so geil, Mann. Ich liebe das Fernsehen. Vor allem RTL. So, jetzt gucken wir doch kurz, wo wir hinkommen, damit wir ins Kapitel 2 kommen. Der Janitor! Da! Da ist Six! Und wir sind der rechts neben ihm. Ja, oh nein, wir haben Eduardo ausgenutzt im Main-Spiel. Nee, doch nicht. Den hinter Eduardo haben wir ausgenutzt. Eduardo war der weggeschoben wurde. Wir sind das erste Opfer vom Janitor. Und Six lauert da. Und Six lebt vor allem noch und ist da eingesperrt. Okay, die Storys spielen also parallel. Das ist schon mal gut zu wissen. Den ersten DLC fand ich jetzt nicht so gut. Es hatte ein paar Rätsel drin. Ging jetzt auch nicht so lange tatsächlich. Und der Gegner, naja, war in Ordnung, als man ihn dann mal gesehen hat. Aber auch nicht so geil designt wie die anderen Gegner im Hauptspiel. Und irgendwie fehlte mir da was. Naja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses DLC fandet. Zwei DLCs haben wir dementsprechend noch vor uns. Wie die Story von Eduardo dann weitergeht, von Eduardo und Susan, ob wir Susan überhaupt irgendwann nochmal wiedersehen. Sehen wir in der nächsten Folge. Wir wurden auf jeden Fall eingeknubbelt, so wie es aussieht. Aber wir sind krass genug, uns auszuknubbeln. Okay, also der Janitor ist dafür zuständig, dass er die Kinder einknubbelt. Aua. Armer Eduard. Ah, nee, das tut doch weh. Aber wir haben zumindest dieses komische Wesen im Wasser getötet. Und sind jetzt auf ganz viel Kohle. Oh, da, die komischen Pilzwesen. Sie leben also doch. War auch komisch, dass sie nur bei Six immer waren. Wie witzig die... LOL! Die laufen so richtig weird.
Gut, aber dieses Kapitel gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr seid dabei. Könnt mir, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wie ihr bisher das erste DLC fandet. Ich fand's in Ordnung, aber jetzt auch nicht so knorke. Hauptspiel war bisher besser. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass die Storys parallel laufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.